Bitte nicht. Du wolltest mir einfach einen blöden Tag verschönern. Charlotte, ich... Belassen wir es einfach dabei. Dann fangen wir an mit dem Sonnengruß. Nies, mir fällt gerade ein, ich habe einen ganz wichtigen Telefontermin mit meinem Stiftungsrat. Es tut mir wahnsinnig leid. Dann holen wir die Stunde nach. Entschuldige, Charlotte, es tut mir wirklich leid. Ich wollte dich abkennen. Alles gut. Ehrlich. Luisa, ich weiß nicht, warum du dich so anstellst. Wir müssen David vor sich selbst schützen. Wie oft denn noch? Ihm ist absolut klar, was er sagt. Klarer als jemals zuvor. Woher willst du das wissen? Du interessierst dich doch gar nicht mehr für ihn. Trotzdem redest du die ganze Zeit auf mich ein, dass ich die Vormundschaft beantragen soll. Einer liebenden Mutter sieht das gar nicht ähnlich. Willst du David wirklich sich selbst überlassen? Obwohl feststeht, dass seine Amnestie gravierende Schäden hinterlassen hat. Mehr, als uns allen bewusst war. Friedrich, wir haben uns lang und breit darüber unterhalten. Du hast gesagt, du siehst das ähnlich. Papa, David fantasiert sich das nicht zusammen. Er erinnert sich nur. Soll er doch für sich selbst sprechen, wenn er zurückkommt? Wenn er das nur tun würde. Mein Sohn läuft irgendwo da draußen rum und ist eine Gefahr für sich und andere. Quatsch. Weißt du, wir dachten, er hat dich entführt. Das ist absolut absurd, Beatrice. Glaubst du, was wir uns für Sorgen gemacht haben? Ich kann Davids geistigen Zustand nicht beurteilen. Aber ich verstehe natürlich, dass du dir Sorgen machst. Also, vergiss es. Ich werde David nicht für uns so rechnungsfähig erklären lassen. Gut. Dann rufe ich jetzt meinen Anwalt an. Es muss einen Weg geben, zu verhindern, dass mein Sohn vor die Hunde geht. Auch wenn dir das offensichtlich völlig egal ist. Sollen die überhaupt nicht halten? Oh, Schatz. Professionelle Unterstützung naht. Wieder. Ja? Ich bin jetzt im Fürstenhof und hoffe, dass ich bald mit ihm sprechen kann. Mama, ich weiß, dass du dagegen bist, aber es ist unsere einzige Chance, irgendwie wieder aus deinem Schlamassel raus. Ich muss jetzt auflegen, Mama, ja? Ciao. Schöner Klingelton. Kann ich denn irgendwas für Sie tun? Haben Sie Ihr Zimmer reserviert? Nein. Ehrlich gesagt würde ich mich nur gerne ein bisschen umschauen, wenn ich darf. Ja, ja, sicher. Aber ach so, Sie wollen sich bewerben. Da haben Sie Glück. Die Stelle als Zimmermädchen ist noch nicht neu besetzt. Genau. Ich würde mir meinen künftigen Arbeitsplatz gern ansehen, bevor ich... Also ich meine natürlich, sofern ich überhaupt eingestellt werde. Ja, ich würde Sie ja gern persönlich rumführen, aber ich kann im Moment hier überhaupt nicht weg. Ah, Herr Heinemann. Lassen Sie mich raten. Herr Wurm aus dem Mohnblumenzimmer möchte ein Personal Training und zwar lieber sofort als jetzt. Falsch. Das hat überhaupt nichts mit Ihrem Job zu tun. Könnten Sie die junge Dame kurz rumführen? Oh, eine neue Kollegin. Wenn Sie die Stelle von der Frau Heuer im Housekeeping bekommt, ja, Frau... Clara. Clara Morgenstern. Alfons Sombichler, und das ist der Herr Heinemann, ist unser Fitnesstrainer, der kennt sich im ganzen Haus hervorragend aus. Naja, nur wenn es Ihnen nichts ausmacht. Nein, ich habe sowieso gerade Pause. Gerne. Bitte, ich zeige Ihnen alles. Dankeschön. Danke. Okay.
Manuel, was Sklerose. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal jemanden kennen würde, der diese furchtbare Krankheit hat. Und dann ausgerechnet meine eigene Tochter. Wieso denn noch jemanden? Mein Vater. Dein Opa Fiete. Wie? Der hatte das auch? Sein bester Freund. Ich war damals 5 oder 6 und trotzdem weiß ich noch genau, wie fertig Fatih war, als sein bester Freund gestorben ist. Weißt du, ob er sehr leiden musste? Fatih hat mir nie viel erzählt. Ich kann mich nur erinnern, weil es so eine seltene Krankheit ist. Und das komische Wort, es ist komisch, dass man so alles im Kopf behält. Falls, wenn es irgendwann so schlimm wird, dann gibt Michael mir was. Das kann er nicht tun. Doch, er ist Arzt. Das weiß ich auch. Aber so meine ich das nicht. Du wirst sehen, wie es ist, wenn es so weit kommt. Hm? Schlicht, aber wahr. Auf jeden Fall bist du nicht allein. Nein. Ich hab den tollsten Mann auf der ganzen Welt. Und dein Vater und ich lassen dich auch nicht im Stich. Hier ist unser Personalraum. Von allen einfach nur Perso genannt. Sehr gemütlich. Oh, manchmal spendieren die Kollegen aus der Küche. Ja. Was Feines. Wow. Darf sich jeder bedienen. Danke. Das ist ja nett. Mhm. Im Großen und Ganzen kommen wir ja alle gut miteinander aus. Tolles Betriebsklima. Ah. Das Einzige, wovor Sie sich in Acht nehmen sollten, also falls Sie anfangen, da bin ich von früheren Arbeitsstellen bestimmt Schlimmeres gewöhnt. Wir sind hier eine richtig kleine Familie. Danke. So kannte ich das von meiner Arbeitsstelle auch nicht. Wo waren Sie denn vorher? Na, auch ein Hotel. Gehoben, aber nicht ganz so edel wie hier. Gut Thalheim. Sie waren auf Gut Thalheim? Kennen Sie es? Ich habe davon gehört. David hat gehofft, ihr würdet in Brasilien wieder zueinander finden. Ich sag's jetzt noch einmal. Danke. Ich liebe David nicht mehr. Und ich werde ihn auch niemals wieder lieben. Und diese Debatte musstet ihr kurz vorm Abflug führen? Es klingt irgendwie ein bisschen seltsam, Luisa. Es ging nicht anders. Ich konnte nicht mit ihm verreisen. Beatrice Sorge, mein Sohn, ist doch verständlich. Diese anhaltende Amnesie und jetzt deine Abfuhr. Aber er erinnert sich doch. Du glaubst, Beatrice. Du glaubst ihr, dass David sich das alles nur zusammenspinnt. Ja, diese Pseudo-Erinnerungen sind doch ein häufiges Phänomen in diesen Fällen. Aber es stimmt, dass die beiden Sebastian Hermanns Testament untergeschoben haben. Warum sollte er es sonst zugeben? David würde sich ins eigene Fleisch schneiden. Luisa, ich Sebastian wusste es von Anfang an. Ich war taub, ich war blind, ich wollte nicht auf ihn hören. Wer weiß, welche Version der Wahrheit entspricht. Vielleicht ist das alles nicht so einfach, wie du das glaubst. Es kann auch nicht schaden, wenn David sich von einem Spezialisten untersuchen lässt. Du bist genauso taub und blind wie ich damals. Ich werde nicht zulassen, dass David entmündigt wird. Nur weil er eine unbequeme Wahrheit ausspricht. Egal, was das für Konsequenzen hat. Und ich werde Ihnen dabei helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und zwar alles.
wirklich alles sehr schick hier. 5 Sterne bekommt man nicht ohne Grund. möchten Sie vielleicht was trinken? Ein Wasser wäre toll. Ja, 2 Wasser bitte. Natürlich. Bitte schön. Danke. Fünf Sterne also, ja? Der Direktor, der hat bestimmt eine Menge Geld, oder? Über die Vermögensverhältnisse unserer Besitzer bin ich jetzt nicht so sehr informiert. Besitzer? Sie sagen, es gibt mehrere? Ja. 2 Männer und eine Frau. Also ein Ehepaar und ein... Nicht mehr. Frau Saalfeld war mal mit beiden verheiratet. Und wie sind die so, die beiden Männer? Sind die umgänglich oder eher schwierig? Keine Sorge. Als Zimmermädchen haben sie mit den Chefs nicht so viel zu tun. Naja, trotzdem ist es ja nicht verkehrt zu wissen, wie sie so ticken. Herr Saalfeld ist ganz in Ordnung. Und Herr Stahl, der macht seinem Namen alle Ehre. Das heißt, er ist streng. Das haben Sie nicht von mir. Sonst bin ich meinen Job eher los, als Sie Ihren bekommen. Versprochen. Und sagen Sie, wer ist die Dame, die jetzt zu uns rüberschaut? Das ist Frau Saalfeld. Die gute Seele des Hauses. Sie hält den Fürstenhof zusammen. Hallo, Nils. Hey, hallo. Ja, ich denke, jetzt haben Sie einen groben Überblick über alles. Danke nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne, klar. Viel Erfolg bei Ihrem Bewerbungsgespräch. Wasser geht auf mich. Danke. Ich habe nur vom Morgen schon ein bisschen rumgeführt. Wieso auch nicht? Herr Sombichler hat mich darum gebeten. Vielleicht möchte sie sich hier bewerben. Als Zimmermädchen. Wieso erzählst du mir das? Hast du Lust, heute Abend was zu unternehmen? Vielleicht. Wir können ins Bräustüber gehen, was essen. Nach München fahren. Danach. Gut. Heute Abend. Gut. Heute Abend. Ja, dann. Bis dann. Bis dann? Wieder bloß die Mailbox. Wo steckt David nur? Langsam mache ich mir Sorgen, er tut sich was an. Und mein Vater glaubt Beatrice und hält David für unzurechnungsfähig. Cleverer Schachzug von Beatrice. Da hat es jetzt doch sein Gutes, dass wir auf dem Papier immer noch verheiratet sind. Ich werde niemals zulassen, dass David entmündigt wird. Wo kann er nur stecken? Endlich, Gott sei Dank. Ich habe dich schon versucht, 1000 Mal zu erreichen. Ich weiß, darum rufe ich ja an. Mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Wo steckst du? Wir müssen uns unbedingt treffen. Ich brauche Zeit für mich. Ich muss das alles sortieren und überlegen, wie es weitergehen soll. Ja, und dabei helfe ich dir. David, ich glaube dir.
Und du brauchst mich jetzt. Schon allein wegen deiner Mutter. Meine Mutter. David, wo steckst du? Wir müssen uns treffen. David, bist du noch dran? Ich melde mich wieder. David, bitte. Wenn ich nur wüsste, wo er steckt, ich... Es war schön, Sie wieder bei uns zu haben. Fahren Sie direkt zurück nach Hamburg? Ich wohne jetzt wieder bei meiner Tochter. Ach so? Else, was ist denn los? Warum bleibst du nicht? Ich kann mein Kind jetzt nicht allein lassen. Werner, kann ich dich einen Moment sprechen? Nur unter vier Augen, bitte. Es ist so furchtbar. Erst Poppy und jetzt Natascha. Wo willst du denn hinaus? Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Natascha ist todkrank. Ohne Hoffnung auf Heilung. So hat sie es dir doch erzählt. Du wusstest das? Ja, die meisten hier. Es geht uns allen sehr nah. Aber für eine Mutter ist es natürlich besonders schlimm. Gleich beide Kinder. Ja, und warum bin ich die Letzte, die jetzt hier eingeweiht wird? Und warum verlustiert sich der saubere Herr Doktor in Amerika, während mein armes Kind... Also, wenn ich den erwische, dann kann er was erleben. Else, komm. Setz dich doch mal, komm. Dein Schwiegersohn ist in Amerika. In einer Klinik, um zu recherchieren, ob es nicht vielleicht doch noch eine Heilung für Natascha gibt. Nuevo-Sklerose ist unheilbar. Und jetzt möchte ich doch wirklich wissen, warum ihr mir alles vorgespielt habt. Du und dein durchtriebener Bruder. Ihr habt euch sicher über mich lustig gemacht, als ich dachte, Natascha und ihr hätten eine Affäre. Else, es tut mir furchtbar leid. Aber Natascha dachte... Sie kann es dir nicht zumuten, noch eine Hiobsbotschaft. So schnell nach Poppys Tod. Kannst du ihr verdenken, dass ich dich schonen wollte? Aber jetzt bin ich stuck für meine Tochter. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja, schau mal, Else, ich bin ja auch noch da. Für euch beide, wann immer ihr mich braucht. Hm? David. Was machst du hier? Ich will mit dir reden. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Die Enten haben dich verraten. Luisa, du hättest nicht herkommen sollen. Ich muss dich warnen. Beatrice will dich offiziell für verrückt erklären lassen, weil du unter sogenannten Pseudo-Erinnerungen leiden sollst. Keine Angst. Ohne mein Einverständnis läuft da sowieso nichts. Weil du meine Ehefrau bist? Ja. Endlich nützt mir das was. Klar, du kannst dich jetzt hier verkriechen und in Selbstmitleid zerfließen oder du kommst mit mir mit und wir stellen Bert. Meine Mutter schafft es doch sowieso schon, mich als verrückt zu erklären. Willst du einfach so kampflos aufgeben? Was meinst du, was ich Tag und Nacht mache? Ich zerbreche mir den Kopf darüber, wie ich sie zur Strecke bringen kann. Aber dafür brauche ich einen kühlen Kopf und den... habe ich zurzeit nicht. Und deswegen arbeiten wir jetzt mit vereinten Kräften zusammen. Wir haben Zeugen. Sebastian, Isabel. Du unterschätzt meine Mutter. Du hast keine Ahnung, wie skrupellos sie sein kann. Warum? Erklär's mir endlich. Was hat dich im Verlies so geschockt? Ich kläre das auf meine Weise. Mehr musst du nicht wissen. Lass doch einfach helfen, verdammt nochmal. Du hilfst mir am besten, indem du mich in Ruhe einen Plan entwickeln lässt, damit ich hier endlich mal einen Schritt voraus sein kann. Und sag niemandem, dass du mich gesehen hast oder wo ich bin. Wie geht's denn eigentlich? Schläfst du jetzt hier im Freien? Ich habe ein Zelt organisiert. Und jetzt lass mich in Ruhe.
Und schick hast du dich gemacht. Weißt du, was komisch ist? Als Nobby noch bei mir gewohnt hat, da ist er mir manchmal schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Jetzt, wo er weg ist, da fehlt er mir manchmal richtig. Ja. Geht's dir da auch so? Aha. Hast du eigentlich schon mit Nobby telefoniert? Mich hat er ja schon angerufen. Es ist alles wunderbar auf Gran Canaria. Anni geht's gut, ihm geht's gut. Alles wunderbar. Und der Hammer, sagt er. Das falsche Thema, oder? Sag ruhig, wenn ich zu viel quatsche. Nein. Und warum bist du dann so komisch? Ich bin gar nicht komisch. Ist David wieder zurück? Deswegen bist du da, oder? Ich verstehe das aber auch. Also wirklich, das muss dem ja wahnsinnig zusetzen, diese ganze Sache mit der Brasilienreise und dass Luisa da nicht mitfährt. Das ist ja auch... ein Radler, bitte. Sofort. Und ich habe ihn jetzt erst getroffen. Da war er wahnsinnig komisch und total durch den Wind irgendwie. Mhm. Nils? Was ist los? Was soll denn los sein? Ja, sag du's mir. Die ganze Zeit stellst du nur Gegenfragen, hörst nur mit einem Ohr zu und du sagst nichts. Prost! Prost. Oh, lala Charlotte. In der Tat. Sieht toll aus. Danke. Wo geht's denn heute Abend noch? Ich hoffe nur, Heinemann bittet dich nicht zum Rendezvous ins Bräustüber. Dafür wärst du eindeutig overdressed. In seinem Alter wäre doch eher so ein hipper Club angesagt. Nur, ob der Türsteher dich da reinlässt? Halt den Mund. Okay. Jetzt sticken Sie noch mal an Ihren Gehässigkeiten. Und tut mir einen Gefallen und seid leise nachher. Beatrice und ich bemühen uns auch. Verdammt noch mal die Klappe! Saalfeld, Vorsicht! Blutdruck. Er schafft es immer wieder, mir die Laune zu vermiesen. Charlotte, komm. Lass ihn nicht verrückt machen. Ach. Es ist dein Leben. Also genieß es. Wie und mit wem du willst. Hamburger Pannfisch mit Senfsoße? Aber statt Bratkartoffel habe ich Pellkartoffel gemacht. Wieso das denn? Das ist ja nur der halbe Spaß. Ach, die sind doch wesentlich fettarmer und nahrhafter. So, und für die Senfsoße habe ich keine Sahne, sondern nur Joghurt und Schmand genommen. Aha. Aber Fisch ist da schon noch drin. Erst kosten, dann meckern. Wenn überhaupt. Ja. So, guten Appetit. Mhm. Mama, hast du hier vergessen zu würzen? Und zu viel Salz ist ungesund und Pfeffer habe ich vorsichtshalber auch weggelassen. Mama. Mit der richtigen, gesunden Ernährung kann man viel bewirken und einen Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Verzögern. Du erinnerst dich aber schon, was da so auf meiner Liste stand, ha? Huh? Viel sensationell gutes Essen. Ich hab was Besseres für uns. Champagner. Los. Okay. Mhm. Noch 3 Körnchen Salz und dann raus damit. Okay, Mann. Und du erklärst mir mal, warum du so deprimiert aus der Wäsche schaust. Hat dich Mama Schweizer wieder geärgert. Wir kommen mittlerweile gut miteinander aus. Ich weiß übrigens jetzt Bescheid. Oha. Und wie hat sie sie aufgenommen? Puh, erstaunlich gefasst. Wenn man bedenkt, was für einen Aufstand wir gemacht haben, um Nataschas Krankheit vor ihr zu verbergen. Wer hätte das gedacht? Tja. Sie ist ja tapfer. Genauso wie Poppy in so einer Situation gewesen wäre. Sie fehlt dir sehr, hm? Tja. Ach, weißt du, gerade in solchen Momenten wie eben,
Da wird mir besonders bewusst, was ich an ihr verloren habe. Was war denn? Stahl verbringt den Abend mit seiner Geliebten. Charlotte geht mit Nils Heinemann aus. Ja, das ist ja jetzt kein richtiges Date. Die haben sich halt ein bisschen angefreundet. Läuft da was zwischen den beiden? Noch nicht. Und ob je überhaupt. Charlotte verliebt sich in meinen Schwiegersohn. Der sich auch in sie? Also was mit Nils Heinemann ist, weiß ich nicht so genau. Und du weißt sowieso von all dem nichts. Verstanden? Warum eigentlich nicht? Ich meine, sie sind beide Singer. Gut, sie ist seine Chefin. Ja, außerdem älter als er. Stahl verpasst keine Gelegenheit, drauf rumzureiten. Das kann ich mir denken. Außerdem ist es doch egal, wo die Liebe hinfällt. Hauptsache, sie beruht auf Gegenseitigkeit. Dir jetzt ein Dessert anzubieten, wäre wohl doch ein zu billiger Trost, oder? Oh. Na ja, Gott, lieber ein billiger Trost, das ist gar keiner. Ja, natürlich vermisse ich dich. Aber es hört sich nicht so an, als ob das auf Gegenseitigkeit beruht. Wie kommst du denn auf den Unsinn? Na ja, am Ende bleibst du ganz in London. So wie du von unserem Enkel schwärmst, muss man mit allem rechnen. Tja, der Enkel ist eins und der verlassene Ehemann etwas anderes. Und wie ich mich da entscheide, tja, das weiß ich noch nicht. Hildegard, da reden wir noch drüber, gell? Also, ich muss jetzt Schluss machen. Mach's gut und grüß alle. Ja, das mach ich. Pussy, mein Schatz. Ciao. Servus. Charlotte, du schaust ja fabelhaft aus. Fängst jetzt auch nur an. Oh, entschuldige, ich wollte bevor nur ein... du fragst. Nein, ich gehe nicht aus. Ich gehe ganz einfach ins Büro. Ich habe noch zu tun. Morgen früh melden sich die ersten Bewerberinnen auf die Stelle von Anni Heuer. Menschen, alle, alles glatt. Und noch eins? Mm. Danke. Norman und Anni zum Beispiel. Gesehen, verliebt, zack, boom, ab nach Gran Canaria. Und dann gibt's einfach so Menschen wie mich. Da kannst du immer sagen, was du willst, aber da läuft. Okay. Nils, was ist los? Ich dachte, ich hätte ein Date. Sie hat abgesagt. Und wer ist jetzt sie? Frau Saalfeld? Oh mein Gott, das heißt, es geht wirklich voran bei euch. Nee, eben nicht. Deswegen hattest du auch diesen schicken Anzug an. Ich hab sie halt geküsst. Ja und? Hat sie zurückgeküsst? Anfangs schon, aber dann... Okay, gut. Was war denn ihr Grund? Also was hat sie gesagt, warum sie nicht kommt? Sie fühlt sich nicht in der Stimmung auszugehen, aber es liegt nicht an mir. Ja, aber das kann doch sein. Ich meine, vielleicht ist hier irgendwas dazwischen gekommen. Guck mal jetzt, ihr könnt das Date doch auch nachholen. Hm? Ach doch, Tina, das ist ein Vorwand. Sie will nichts von mir. Deshalb hat sie mich versetzt. Dein Bestes. Ach ja? Und nicht zufälligerweise dein Bestes. Auch wenn ich zu weit gegangen bin. David, ich liebe dich. David, bitte, bitte verrat mich nicht an die Polizei. Ich will nicht mehr ins Gefängnis. Das überlebe ich nicht. Ich flehe dich an. Bitte, bitte. Keine Sorge. Da kommst du auch nicht hin. Nein. Nein. Das würde ich meiner lieben Mami doch niemals antun. David.
Was soll denn das? Ich gebe dir eine Chance, dich von deiner erbärmlichen Existenz zu befreien. Und alles, was du dafür tun musst, ist ein Fingerkrümm. Und wir sind dich endlich los. David. Nein! David! David! Beatrice? Einfach auf. Beatrice. Du hast geträumt. Was war denn mit David? Wie kommst du denn jetzt auf David? Du hast seinen Namen gerufen. Ach ja? Hab ich sonst noch irgendwas? Nein, nicht. Hast du Angst, dass du irgendwelche Geheimnisse ausplauderst? Natürlich nicht. Ich mache mir nur Sorgen um mein Kind. Komm. Ich bin so froh, dass du bei mir bist. Das bin ich. Das bin ich. Sie nicht heute Ihren hochverdienten freien Tag? Also, die Termine sind jedenfalls alle verlegt. Ich wollte nur kurz zu Charlotte. Ist sie denn schon da? Nein, tut mir leid. Die hat wohl letzte Nacht sehr lang gearbeitet. Also, als ich gegangen bin, war sie noch im Büro. Guten Morgen, Frau Morgenstern. Richtig. Hallo, Herr Sonnbichler und Herr Heinemann. Nachdem Sie wieder da sind, nehme ich an, Sie wollen sich offiziell als Zimmermädchen bewerben. Mal sehen. Die Führung war auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Danke nochmal. Sehr gern. Ich hoffe, Sie bewerben sich. So nette Kolleginnen sind immer herzlich willkommen. Danke. Sie interessieren sich also für Housekeeping und haben sich sogar schon umschauen können. Ja. Charlotte Saalfeld, hallo. Clara Morgenstern. Oh, Sie sind also die... Die Miteigentümerin des Fürstenhofs. Also, wenn Sie möchten, ich hätte jetzt Zeit. Wir können gleich das Vorstellungsgespräch führen. Oh. Ich glaube, die Frau Morgenstern hat ihre Unterlagen noch gar nicht dabei. Warum denn so bürokratisch? Sie schildern mir Ihren Werdegang und so lernen wir uns gleich mal kennen. Hm? Bitte. Okay. Bitte setzen Sie sich. So, jetzt erzählen Sie mal. Wer sind Sie und was haben Sie bisher gemacht? Wer ich bin? Naja, das zu beantworten würde nicht nur bei mir etwas zu lange dauern, oder? Ich möchte auch nicht zu viel von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Naja, aber was ich bisher gemacht habe, das ist schnell erzählt. Gut, bitte. Okay. Nach meinem Schulabschluss habe ich in München Modedesign studiert und dann bis vor kurzem habe ich für Lorenzo Rocco gearbeitet. Nein. Der Lorenzo Rocco? Dieser wunderbare Designer? Ja. Ja, aber warum dann Zimmermädchen? Naja, ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Das gefällt mir. Wenn wir beide uns einigen. Sofern Sie für die Stelle in Frage kommen. Also... Würde ich denn auch noch mit Ihren Kollegen reden, bevor ich anfange? Kollegen? Herr Heinemann hat mir gesagt, es gibt noch zwei weitere Miteigentümer. Herr Saalfeld und Herr Stahl. Die ich ehrlich gesagt genauso gern kennenlernen würde wie Sie. Aufpassen, nicht, dass Beatrice gleich reinplatzt. Nee. Ich bin so froh, wenn dieses Versteckspiel endlich ein Ende hat und sie im Knast sitzt.
Das ist auch eins. Gerne. Hast du was von David gehört? Immer noch auf Tauchstation. Geht nicht an sein Handy ran. Komisch, was soll denn dieses Versteckspiel? Weißt du, vielleicht sollten wir beide noch mal zum See gehen. Ihn überzeugen, Beatrice anzuzeigen. Ich weiß nicht, ob ich dafür der Richtige bin. Wir sind die Einzigen, die auf seiner Seite stehen, auch wenn das sehr absurd klingt. Ja, stimmt, auf seine Mutter kann er nicht mehr zählen. Die schreckt vor nichts zurück, wenn... Also, wenn es an ihr ginge, würde er längst in der Klapse sitzen. Ich frage mich, warum sie plötzlich so panisch ist. An was erinnert er sich? Es muss irgendwas Heftiges gewesen sein. So wie er gestern reagiert hat, so... war vollkommen in der Spur. Und ich habe Angst, dass sich was antut. Okay. Pass auf, ich rede mit Isabel, wie wir das mit Paul machen. Und dann können wir gleich los. Okay. Hey. Wie geht's dir? Es tut mir leid, dass ich so kurzfristig abgesagt habe. Ich habe mich ziemlich gefreut auf unseren Abend im Bräustüber gestern. Was hat dir denn die Laune so verdorben? Friedrich hat mal wieder eine dumme Bemerkung gemacht. Du kennst ihn ja. War ja nicht das erste Mal. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Tut mir leid, wenn ich dich mit dem Kuss verunsichert habe. Das wollte ich nicht. Nun ja. Insgeheim hatte ich gehofft, dass wir das Thema Fitnesstrainer und Chefin überwinden können. Offenbar ist das nicht mehr so. Vermutlich. Zusammengefasst, du willst deinen Sohn also schon wieder versetzen. Isabel, bitte versteh doch, wir müssen David Hofer daran hindern, dass er irgendeine Dummheit macht oder Schlimmeres. Er ist der Einzige, der die Erpressung seiner Mutter beenden kann. Was hat er denn schon groß gegen sie in der Hand aus ein paar Heiratsschwindelerinnerungen? Glaubst du ernsthaft, die Hofer, die lässt sich davon beeindrucken? Ihm wird jetzt erst das Ausmaß ihrer kriminellen Energie klar. Das ist ja rührend, wie viel Verständnis du auf einmal für ihn hast. Und wer schaut in die Röhre, wenn schief geht? Wenn seine Mutter es schafft, ihn in die Psychiatrie einzuweisen, dann schauen wir in die Röhre. Mit dem Video, da kann sie dich doch so oder so immer noch hinhängen. Und was ein abruptes Ende von Pauls Therapie bedeutet, das wissen wir beide. Ja, ich weiß, es ist nicht ohne Risiko, aber es ist die einzige Möglichkeit, diesen ganzen Albtraum endlich zu beenden. Die müssen wir ergreifen. Also schön. Aber Paul war gestern schon so enttäuscht, dass du so spät zum Reiten gekommen bist. Egal, was hier sonst noch passiert, Sebastian. Dein Sohn braucht dich. Bitte vergiss das nicht. Charlotte, hast du mal einen Moment? Ich will mit Luisa Hofer eine neue Reise nach Brasilien vorbereiten. Wie ist denn jetzt der genaue Stand der Dinge bei deiner Stiftung, was diese eine Kooperation
anbelangt. Können wir das bitte später besprechen? Herr Saalfeld, hallo. Ja, hallo. Wir müssen langsam Nägel mit Köpfen machen, um den Imageschaden Ihrer Kakaoplantage zu beheben, Frau Hofer. Was halten Sie davon, wenn ich an Ihrer Stelle nach Brasilien fliege? Ja, das ist sehr nett von Ihnen. Allerdings möchte ich denselben Fehler nicht nochmal machen und würde gern den neuen Verwalter persönlich unter die Lupe nehmen. Ja, verständlich. Andererseits können Sie nicht los, solange Ihr Ehemann kopflos durch die Gegend irrt. Ich könnte doch zumindest schon einmal hinreisen und nach dem Rechten sehen. Ohne Ihre Entscheidung vorzugreifen, natürlich. Gut. Dann überlege ich es mir. Ich melde mich später noch mal, ja? In Ordnung. Bis dann. Bis dann. Hey. Ja? Meinst du, wir können die Mission Hofer nach hinten schieben? Ah, warum? Macht Isabel Schwierigkeiten? Nee, im Prinzip ist alles klar, aber Paul wäre enttäuscht, wenn ich nicht komme. Ah, das möchte ich natürlich nicht verantworten. Gut, dann gehe ich alleine. Ist schon in Ordnung, wirklich. Kein Problem. Ich kann es natürlich noch mal verschieben. Nein, dein Sohn freut sich, wenn er seinen Vater sieht. Und was David angeht, hast du wahrscheinlich sogar recht gehabt. Was meinst du? So aufgewühlt, wie er gerade ist. Ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn du plötzlich auch noch auftauchst. Pass auf dich auf, ja? Und meld dich später. Ja. Danke. Möchtest du zu mir? Lass uns reingehen, ja? Ich habe vorhin was vergessen. Und was? Wieso? Ich hab mich in dich verliebt. Warum sagst du das denn nicht gleich? David! David, ich bin's! Wo bist du denn? David, ich bin allein! Schrei meinen Namen halt noch lauter. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht herkommen. Für dich. Ist das Proviant? Wenn du schon im Freien schläfst. Danke. Luisa, ich komme aber trotzdem nicht mit dir mit. Peter. Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist? Was soll denn das Versteckspiel? Sei ein Mann, tritt deiner Mutter gegenüber. Ich habe jetzt einen Plan. Aber dafür brauche ich dich. Mich? Wieso? Ich weiß jetzt, wie wir meine Mutter ein für alle Mal fertig machen können. Hilfst du mir? Bitte. Ja, oder ist eine Masche von ihm?
dass er vor dir gut dasteht, wenn er seine Mutter zur Strecke gebracht hat. Sie haben es nicht geschafft, ihren Mann zurückzugewinnen. Und jetzt irrt David irgendwo herum und verliert langsam aber sicher den Verstand. Aber wenn uns er sieht, Gefahr gebannt.